Lieben, heute, wie ihr seht, an einem etwas ungewöhnlichen Ort. Nicht wie sonst bei mir zu Hause, sondern wir sind an der Uni Osnabrück. Denn ich habe heute vor, ein What's in my bag Uni Edition zu machen. Und da passt es natürlich besser, hier in so einem Hörsaal zu filmen, als bei mir zu Hause auf dem Bett. Dann ist das Ganze ganz standesgemäß und ich würde sagen, wir fangen mal an. Als erstes natürlich wichtig, welche Tasche benutze ich für die Uni? Da habe ich im Moment diesen Rucksack hier von MePack oder MyPack. Den habe ich bei Amazon gefunden. Den fand ich richtig, richtig schön, weil der hier so ein, keine Ahnung, so ein braunes Fake-Leder hat und so ein Ethno-Muster, sage ich mal. Und ja, den fand ich richtig, richtig cool. Verlinke ich euch auch in die Infobox. Natürlich kann man zur Uni auch eine ganz normale Tasche mitnehmen, aber an manchen Tagen, wenn man den Laptop mitnehmen soll und so und dann vielleicht noch mit dem Fahrrad hier hinkommt, ist ein Rucksack halt einfach praktischer. Dann mal los, wir wollen mal schauen, was sich so in meiner Unitasche befindet. So, als erstes finde ich da mein Handy in so einer Hülle einfach. Natürlich, ganz standardmäßig, muss halt mit. Dann schon das erste Utensil, was man in der Uni dabei haben sollte, wenn man so schlechte Augen hat wie ich und einfach die Sachen, die auf der Tafel vorne stehen, nicht mehr lesen kann, braucht man eine Brille. Ich habe jetzt diese hier, das ist irgendeine No-Name-Brille einfach von Fielmann. Ich setze sie mal auf und schon sieht man 10-mal schlauer aus, als man eigentlich ist. Und kann alles besser sehen. Dann habe ich dabei mein Portemonnaie. Das ist von Mango Touch. Auch ganz unspektakulär. Dann ganz, ganz wichtig, Terminkalender. Ohne den kann ich nicht mehr leben. Das ist hier so ein ganz schlichter mit so einer Wochenübersicht von Thalia. Weiß ich nicht. Ist von keiner bestimmten Marke oder so. Ich bin auch niemand, der den Terminkalender so richtig dekoriert und so. Ich mache das Ganze halt mit verschiedenen Farben, aber nicht so ganz detailreich, wie manche ihren Filofax gestalten oder so. Da reicht mir so einer vollkommen. Aber um sich zu organisieren im Studium, muss man tatsächlich einen guten Kalender haben, trotz Handy und Laptop und allem. Dann auch sehr wichtiges Utensil, vor allen Dingen für Vorlesungen, die morgens um 8 Uhr schon losgehen. Ein Thermobecher, wo man sich dann richtig viel Kaffee reinpacken kann. Dieser ist hier von Emsa und hat so eine Druckmechanik. Der ist richtig praktisch und vor allen Dingen ist er nicht nur praktisch, sondern auch sicher. Ich habe den jetzt schon so oft einfach so in der Tasche rumfliegen lassen und da ist nie was ausgelaufen. Das ist so, so gut, wenn man sich da sicher sein kann, dass da nichts passiert. Wie gesagt, von Emsa schreibe ich euch aber auch in die Infobox. Dann habe ich hier so einen schönen Spiralblock, den habe ich mir mal bei TK Maxx gekauft. Der war runtergesetzt und da dachte ich mir auch, ist mal eine schöne Alternative zu so einem normalen Spiralblock, der von außen nicht so schön aussieht. Den fand ich richtig schön auf Anhieb. Da ist so eine Glühbirne drauf, wo drauf steht Brilliant. Also es ist für Ideen und so weiter und für Gekritzel, was jetzt vielleicht nicht in den Kalender gehört, sondern irgendwas, was ein bisschen ausführlicher beschrieben werden muss, sollte man auch immer dabei haben, irgendwas so zum Reinkritzeln. Dabei habe ich natürlich auch meinen Laptop. Der ist hier in so einem Case von InCase. Verlinke ich euch auch in der Infobox. Ist sehr schön wattiert, also da braucht man keine Angst, um seinen Laptop zu haben. Und mein Laptop sieht folgendermaßen aus. Der ist von Apple, das ist ein MacBook Air und der hat mir schon so, so gute Dienste geleistet. Ich weiß, viele da draußen sagen, ach, Apple, das ist mir zu Mainstream, das ist mir zu überteuert. Aber ich kann nur sagen, ich bin mit dem so unglaublich zufrieden. Ich habe den jetzt 2 Jahre und hatte noch nie irgendwelche Probleme damit. Er musste noch nie in Reparatur oder irgendwas. Von daher hat sich das gelohnt und kann ich nur jedem auch fürs Studium empfehlen. Was man allerdings beachten muss, ist, wenn man Präsentationen hält, vom Laptop aus, so PowerPoint-Präsentationen, dass man einen speziellen Adapter braucht, weil die Unis haben nicht diesen speziellen Anschluss für Apple. Diesen Adapter muss man sich dann natürlich holen, damit die Verbindung hergestellt werden kann, sonst geht das nicht. Ich hatte da am Anfang einige Probleme, ich sag's euch. Den kann man halt richtig super mitnehmen, weil das MacBook Air ist ja nicht so schwer. Was auch sehr praktisch ist, ist sich das Skript vorher auszudrucken und dann einfach während der Vorlesung ein bisschen dran zu markieren. Also einfach Sachen zu unterstreichen, wo man denkt, das ist jetzt besonders wichtig und sich dann auch so ein kleines Farbsystem irgendwie anzugewöhnen. Ich mache das immer mit folgenden Farben.
Blau, Rot, Schwarz und Grün. Das sind jetzt hier Stifte von Pilot. Das sind wirklich meine Begleiter seit dem ersten Semester. Ich hole mir immer nur diese Pilot-Stifte. Ich habe euch die auch schon mal in einem What's in my Bag gezeigt, weil ich einfach finde, die liegen so richtig bequem in der Hand. Die haben nämlich hier so eine, so eine Gummivorrichtung, sage ich mal. Und das darf man nicht unterschätzen. Nach einer Weile kann das nämlich an einem anderen Stift richtig wehtun, wenn man hier nicht so eine kleine, ja, Entspannungszone für den Finger hat irgendwie. Ja, und ich finde einfach, mit diesem Farbsystem kann man sich dann richtig gut einrichten und weiß dann, okay, zum Beispiel Rot ist extrem wichtig für die Klausur, Blau habe ich noch nicht so ganz verstanden, muss ich nochmal durchgehen und so weiter. Man kann sich da alles Mögliche unterstreichen und so eine eigene Legende quasi anlegen. Ich persönlich schreibe halt immer ganz gerne mit dicken Stiften, also die eine dicke Spitze vorne haben, dass die Schrift richtig schön voll ist. Und das ist halt auch cool bei diesen Pilotstiften, dass es die in dünn, mittel und dick gibt. Als Student ist man natürlich auch leider immer so ein bisschen knapp bei Kasse. Deswegen habe ich einen Tipp für euch. Wenn ihr einen Zalando, Saturn, Ab in den Urlaub oder IKEA-Gutschein gewinnen wollt, geht mal auf die Homepage von Pilot. Da kann man im Moment in so einem coolen Online-Spiel diese Gutscheine halt gewinnen. Ich blende euch das mal eben hier ein. Lässt sich übrigens auch ganz gut während der Vorlesung zocken, nur mal so am Rande. Und wie gesagt, es gibt noch was zu gewinnen. Von daher, klickt euch rein. So, jetzt kommen wir zu den letzten Sachen, die ich so in meinem Uni-Rucksack finde. Und zwar sind das natürlich als Kosmetologie-Studentin natürlich Lippenprodukte. Da habe ich hier einmal die 8-Hour-Cream von Elizabeth Arden. Die ist richtig gut und die ist dann nicht so auffällig in der Uni. Mal eben schnell ins Töpfchen rein, draufschmieren, fertig. Und dann habe ich hier noch drin von Bare Minerals den Marvelous Moxie Lip Gloss. Der ist richtig schön. Der hat so goldene Partikel drin. Ist ein bisschen pfefferminzig. Aber der klebt ein bisschen, seid vorgewarnt. Und dann habe ich hier noch Taschentücher drin. Auch sehr wichtig. Ja, ihr Lieben, und das war's jetzt auch schon mit dem What's in my Bag Uni Edition. Ich hoffe, es hat euch gefallen mal mit diesem anderen Setup und etwas anderem Thema. Und dann, meine Lieben, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao. Yeah.